wird man sicherlich sofort sehen, wenn er hier mit dem in der Luft ist. Jetzt wird erstmal der Motor getestet werden. Da muss man richtig festhalten. Er hat ein 200 Kubik-Kick, 2 Zylinder Boxermotor mit. Das Modell ist gerade noch ein Modellflugzeug unter 25 Kilo. Es wiegt 24,7. Der Motor, so wie ich das eben gesehen habe, der hat einen Shooter, der uns jetzt auf Fahrt zur Kunstflug gefasst macht. Ich überlasse den Platz und das Modell mal euch und bin ganz still. Schauen wir uns das an und staunen. Hier sieht man viele staunende Gesichter. Ich selber bin am Staunen, wie eng man selbst mit einem so großen Modell fliegen kann. Unser Platz ist ja nur weiß Gott nicht geeignet für diese riesigen Großmodelle. Aber der Pilot hat genügend Erfahrung, genügend Flugstunden und kommt souverän mit seiner Küstenigel hier selbst in diesem kleinen Flugfeld und den kleinen Platz zurecht. Unser Luftraum, der ist aufgrund unserer Bestimmung festgelegt. Das östliche Ende ist ja in etwa da, wo er jetzt seine Kurve fliegt. Da haben wir nämlich so eine kleine Hochspannungsleitung. Die ist etwa 200 Meter von hier entfernt. Das östliche Ende. Im Süden haben wir ein bisschen mehr Platz. Wow, die Küste ist ausgestattet mit einem sogenannten Smoker. Also der Pilot hat kein Motorproblem. Da brennt gar nichts, das ist Absicht. Diese sogenannten Smoker werden gerne in Kunstflugzeugen eingebaut, um die Kunstflugfiguren und die Flugbahn noch deutlicher sichtbar zu machen. Ja, bei diesem Smoker wird Paraffinöl oder ein anderes Naturöl, also keine Schweinerei, in den heißen Abgasstrahl eingespritzt und verdampft dann. Also eigentlich nichts anderes, was eine Elektroschieße auch macht, nur dass es hier viel schöner ist und viel besser riecht, als ständig Vanillepudding rauchen. So, einmal drudeln, mehrere Umdrehungen. Wir haben hier am Platz eine Flughöhe von 150 Meter. Das, was die Kristen gerade hatte, waren, naja, ich sag mal 2-3 Meter mehr, aber maximal 155, und insofern war er hier noch gut in unserer Box drin. Ja, das ist natürlich immer wieder beeindruckend, so ein Grundflugmodell mit Smoke. Ja, die westliche Platzgrenze hat er noch nicht erreicht, da hat er noch ein paar Meter Platz gehabt. Die westliche Platzgrenze liegt da vorne bei dem Madel und dem daran angrenzenden Feldweg Richtung Plänze. Also da war noch deutlich Platz, und nach Süden hin, wie gesagt, die alte Bundesstraße, da hat er auch noch deutlich Platz. Aber alles in allem ist unser Flugraum nicht besonders groß. Gerade für so ein schnelles und großes Modell gehört da schon viel, viel Erfahrung dazu, das in dieser kleinen Box zu fliegen.
So, bei dem Überflug hat man das ganz deutlich gesehen, wie der Smoke aus den Auspuffrohren rausgedrückt wird. Jetzt auch nochmal. Wirklich eine super grandiose Darbietung, diese Crispy-Dose. Pilot Victor, rock your wings, das ist das allgemein gültige Signal eines Kunstflugpiloten, dass er sich von seinem Publikum verabschiedet. So wird es auch im Original gemacht und jetzt kommt die Landung. Er muss die Tristan hier durch die Schneise durchschaukeln, aber der Gegenwind hilft ihm jetzt ein bisschen, dass der Flieger langsamer wird. Überhaupt kein Problem, fast im Stehen. Setzt er die Küstenigel auf der Platz. Ja, das ist Applaus. Das ist Kurzschluck vom Allerfeinsten.